Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Im letzten Part haben wir die letzte Story-Mission hier in Prima Paletti mit Bowser gemeinsam abgeschlossen, wo wir Granita besiegt haben, aber es gibt noch immer sehr viel mehr hier in Prima Paletti zu tun für die 100%. Und damit werden wir jetzt in diesem Part anfangen oder weitermachen, nämlich mit dieser Mission hier mal, das Kind und der König. Das ist übrigens jetzt neu, ich glaube es gab ein Update für das Spiel vor ein paar Tagen, wo jetzt immer bei solchen Missionen, die zwei Leute machen müssen, per Symbol dabei ist, wer eben mitmacht. In diesem Fall Rabbit Luigi und Bowser. Mhm. Das war davor, glaube ich, nicht so, dass es da angezeigt wurde. Keiner bringt köstliche Desserts in Gefahr, während ich in der Nähe bin. Ich kümmere mich darum persönlich. Wir sind nicht wegen des Kuchens hier, Rabbit Luigi. Zum Glück freut sich Bowser auch schon auf den Kampf. Wenigstens einer, der die Sache ernst nimmt. Aber, Rabbit Luigi, wenn ihr zufällig über gesalzene Honigknusperkrapfen stolpert, dann bringt welche mit, ja? Kannst du überhaupt essen, Bipo? Musst du essen? Naja. So, dann gucken wir mal. Ich meine, ist mir eh ganz recht, weil ich eh noch Bowser mehr austesten will. Und dann komme ich jetzt gleich dazu. Okay, Augen. Und Goombas. Okay. Ja, bei Augen zerstören ist ja Rabbit Luigi eh ziemlich gut. Mit seinem Multi-Hit immer. Und Bowser ist auch sehr gut. Aber hier werde ich jetzt mal ausnahmsweise nicht in einem Zug fertig. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil das sind dann doch zu viele Augen und die sind zu sehr verteilt und ich habe nur zwei Charaktere. Also das wird diesmal nix. Aber ich versuche trotzdem in wenigen Zügen fertig zu werden. Ich könnte auch versuchen vielleicht, dass ich im ersten Zug zumindest die Heilers ausschalte. Weil dann hätte ich halt ansonsten keine Probleme mehr. Keine Gegner, die Fernangriffe machen können. Und dann wäre das alles viel überschaubarer. Mal gucken, ob ich das schaffen kann. Okay, ich glaube, der Kampf wird gar nicht mal so einfach. Weil es gibt nicht nur die beiden Heilers, es gibt auch noch hier einen Gegner, den habe ich gerade übersehen. Und den will ich irgendwie auch noch relativ früh gleich loswerden. Also ich werde hier ein paar mehr Züge brauchen. Weil ich erstmal gucken will, dass ich die ganzen nervigen, starken Gegner besiege. Und danach werde ich dann erst versuchen, mich um die Augen zu kümmern, wenn ich da ein bisschen mehr Ruhe habe. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriegen werde. Könnte ja auch alles in die Hose gehen. Aber wir gucken einfach mal. Gut. So, was mache ich jetzt alles? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Erstmal buffen. Das ist immer gut. Yay! So, genau. Ich habe insgesamt dreimal Raserei. Zu dem Heiler komme ich eh nicht hin. Es sei denn, ich springe mit Bowser. Mit Bowser habe ich auch einen Stampfer, wenn ihr einen Teamsprung macht. Zum Beispiel. Den könnte ich auch auf den Heiler da hinten machen. Das ist alles sehr kompliziert, irgendwie. Weil ich meine, Bowser und Rabbit Luigi machen halt beide auf ein einzelnes Ziel nicht so viel Schaden. Die können halt Flächenangriffe gut machen und da viel Schaden machen, aber auf ein einzelnes Ziel irgendwie nicht so viel. Ich glaube sogar, es wäre auch ganz gut, wenn ich mal die Gegner herlocke, so ein bisschen. Damit die alle auf einem Haufen stehen, weil dann ist natürlich Bowser schon gut und auch Rabbit Luigi. Obwohl Rabbit Luigi jetzt schon dann nicht mehr angreifen darf, wenn ich das mache. Aber ich finde es trotzdem ganz gut. Krieg ich sogar die Goombas da hinten auch noch? Ja, einen zumindest. Dann. Na, alle. Und den Heiler kriege ich auch noch. Okay. Da kriege ich alle, die hier stehen. Ist es jetzt dumm? Vielleicht ist es dumm. Egal. Los! Los! Party! Okay. So, jetzt komme ich wieder gar nicht mehr raus, oder wie? Muss ich Raserei einsetzen, weil will ich ja auch eh machen. Ich will auf jeden Fall halt den da hinten treffen. Das ist am wichtigsten. Kann ich hier die drei treffen? Ne, der eine Goomba bleibt dann übrig. So eine Kacke. Okay, dann machen wir hier so. Zack. Jetzt warte mal ganz kurz, wenn ich jetzt mit Bowser... Ich meine, Bowser könnte halt zum Beispiel seinen toxischen Spark machen. Der Heiler hat ja auch eine Giftschwäche. Das wäre auch ganz gut. Aber ich glaube, das Problem ist, dass ich den hier, den Oberlehrer, nicht ganz besiegen kann. Der hält noch zu viel aus. Das nervt ein bisschen. Vielleicht wäre es doch besser, wenn sich Bowser zuerst noch bufft. Und wenn er dann angreift. Weil das ist schon besser, als den toxischen Spark zu machen, glaube ich. So, irgendwie trotzdem alles blöd. Ja, das habe ich auch nicht so perfekt geplant, aber es ist auch schwierig irgendwie, das perfekt zu planen.
Ist irgendwie alles nicht so perfekt. Ich könnte ja auch seinen Special noch benutzen und hier die Mecha-Koopas loslassen. Das würde auch abgehen. Das würde ziemlich abgehen. Aber das wäre halt auch komplettes Chaos dann. Dann hätte ich halt gar nichts mehr unter Kontrolle. So überhaupt nicht. Irgendwie ist alles scheiße. Okay, wir machen den toxischen mal auf die hier alle. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, mach einfach mal. Es wird auch wieder ein bisschen drauf ankommen, ob und wie viele Gegner noch nachkommen werden. Weil wenn da noch viele Gegner nachkommen und auch frühzeitig, dann habe ich ein bisschen ein Problem. Wenn die aber nicht so schnell nachkommen, dann dürfte eigentlich alles gehen. Dann machen wir du nochmal hier bei dem Raserei. Zack. Ja, und Bowser bleibt halt mal hier und... Oder will ich sogar lieber die Robo-Koopas machen? Einfach so ein bisschen random. Ah ja, was soll's. Los geht's. Wird schon gut gehen. Machen wir jetzt ein bisschen Chaos hier. Rums, 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 rums. Jetzt ist der nach da oben gelaufen. Okay, das ist eigentlich sogar eher ungünstig. Aber der Heiler ist relativ weit weg. Okay, nee, es könnte sogar trotzdem klappen, weil ich habe ja noch einen Stampfer und Raserei mit Bowser und das könnte reichen. Genau, und der Gegner ist ja jetzt vergiftet, deswegen, wenn ich Raserei einsetzen würde, dann wäre ich eigentlich auch vergiftet. Aber Bowser hat ja den toxischen Spark und hat deswegen auch eine Giftresistenz und kann deswegen nicht vergiftet werden. Ja. Aber genau, Rabbit Luigi ist vergiftet. Warum eigentlich? Der hat doch gar nicht Raserei auf den eingesetzt, oder? Ach nee, ja, doch. Bin ich blöd? Stimmt, hat er ja auch. Ich dachte irgendwie, dass nur der Heiler vergiftet wäre, aber der war ja auch vergiftet, der andere. Ja, okay, dann war das dumm. Egal. Passt schon. Wir machen jetzt mal kurz das hier. So, Stampfer. Okay. Zack. Achso, okay, das hat... super. Habe ich wieder was Neues gelernt. Man darf nicht auf dem Gegner landen, man muss daneben landen. Wenn man auf dem Gegner landet, dann zählt's nicht. Toll. Mann, das wusste ich ja nicht. So eine Scheiße. Ach, ich raste aus. Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig. Ach, die erste Runde war ja komplett für den Arsch. Ja, egal. Und jetzt heilt es sich vor allem halt auch wieder der eine, wenn der mich angreift. Ist das dumm. Ich kotze ab. Richtige Scheiße. So, immerhin haben die Heilers keinen Schild gemacht, sondern nur geheilt. Schild wäre halt richtig nervig, auf die Gumbas vor allem alle. Wenn ich die nicht mit einem Schlag besiegen könnte. Was machen die einen Gumbas da? Die wissen auch nicht, was sie tun sollen. Jetzt hat der... Warum hat er jetzt nur gemacht? Check ich nicht. Warum hat er keinen Schaden gemacht? Okay, ich meine, also er war geschwächt, weil Rabbit Luigi ja Raserei auch wieder eingesetzt hat. Aber das ist doch nicht so stark von Rabbit Luigi, dass ein Gegner dann gar keinen Schaden nimmt. Oder? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Es reicht sogar nicht mal, um den zu finishen. Ich dreh durch. Mit einem Crit würde es sogar auch nicht reichen. Okay, der andere Heiler ist ja jetzt nach unten verschwunden erstmal. Wie sieht es denn jetzt eigentlich hier aus? Wenn ich jetzt hier so angreifen würde, dann könnte ich... Ja, die Gumbas sind im Weg. Ich kann es nie schaffen, alle Augen zu treffen. Okay. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Bowser könnte nach unten stampfen und die ganzen Gumbas wegstampfen. Ich weiß nicht, ob das genügend Schaden machen würde. Wenn ich so in der Nähe von der Treppe lande, dürfte er ja auch wieder nach oben zurückkommen. Testen wir das einfach mal. Was soll's. So, jetzt daneben landen. Okay. Zack. Es reicht nicht. Super. Okay. Ich seh dich. Okay, jetzt kann ich aber zumindest da alle Augen zerstören. Okay. Das ist schon mal gut. Ich glaube sogar, ich mache jetzt mal einfach doppelt Raserei auf den. Rabbit Luigi ist ja eh schon vergiftet, deswegen da ist er jetzt eh schon wurscht, wenn der noch mehr vergiftet ist. So, zack, zack. Aber ich verstehe das nicht, warum der gerade... jetzt kann ich auch offen stehen bleiben, glaube ich, oder? Obwohl, kommen die Gumbas? Ne, die kommen nicht hoch. Okay, wenn ich hier stehe. Gut. So. Also ja, ich verstehe das nicht ganz, warum der gerade eben keinen Schaden gemacht hat, der Oberlehrer.
Weil Rabbit Luigi hat doch nur eine Schadensreduktion, dachte ich. Und nicht eine komplette Schadensnegierung. Aber, na gut. So, ja, und dann kill halt du die Goombas. So. Okay, auf den hier am besten gehen. Die treffen mich trotzdem alle und dann sterben alle. Gut. Bam. So, passt. Der eine nimmt nochmal Schaden. Mhm. Jetzt haben sie aber Schilde gemacht. Das nervt natürlich ein bisschen. So, aber es kommen auch keine neuen Gegner nach. Das ist gut. Ich muss mich trotzdem ein bisschen beeilen. Achso, nee, die Vergiftung ist jetzt weg. Okay, gut. Passt. Dann muss ich mich nicht beeilen. Dann kann ich mir jetzt eigentlich Zeit lassen. Und kann jetzt halt versuchen, hier aus der Entfernung die Augen wegzuhauen. Ohne jetzt die Heilers zu konfrontieren. Überhaupt. Weil die haben ja eh auch gerade ihren Schutz. Ich kann mit Bowser aber leider kein Auge treffen. Könnte ich mit Bowser jetzt durch die Röhre? Nee, das ergibt auch keinen Sinn. Ja, ich glaube, von hier aus könnte ich ein Auge treffen mit Bowser. Nenne ich halt halben Schutz immerhin. Ja, machen wir das mal. So. Okay. Ja. Da kann ich aber... Nee, okay, ich treffe immer beide. Ich dachte gerade, das war irgendwie unlogisch. Ich kann die beiden wegmachen. Mach mal einfach mal. Zack. Okay. Da können die Goombas durch die Röhre kommen. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Können sie? Ja? Können sie? Wie weit können die nach der Röhre ziehen? Kannst du die schwächen? Nee. Kann ich sie angreifen noch irgendwie? Aber trotzdem in Sicherheit sein? Ich glaube irgendwie nicht. Ja, das ist keine so ganz einfache Mission, weil halt irgendwie auch Rabbit Luigi und Bowser hier in der Mission nicht so toll sind tatsächlich. Also eigentlich kommen hier ja viele Augen vor und da sind Flächenangriffe schon gut. Aber die beiden können halt nicht so viel Schaden machen auf einzelne Ziele, die viele KP haben. Und es kommen halt trotzdem ein paar Gegner vor, die viele KP haben. Und die kann ich nicht so einfach loswerden dann. Das nervt natürlich ein bisschen. Ich kann auch mal die Robo-Koopas raushauen. Ja, vielleicht funktioniert es sogar so, wenn da ein Goomba gleich in die Nähe kommt, dass die mich dann beschützen. Ist es so? Wir testen mal. Wenn ich das schon wieder habe. Ich muss das eh noch mehr verstehen, wie das funktioniert. Ne, die laufen einfach von selber los. Ah, und machen hier gleich Chaos. Das ist ja eigentlich... Ich habe das aber immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie es funktioniert. Läuft jetzt auch noch einer? Ja. Und dann wartet er da. Das ist sogar eigentlich ziemlich gut, weil die bilden jetzt so eine Art Schutzschild. Und wenn die Heilers da laufen wollen, dann werden sie zuerst getroffen. Oder so. Okay. Ja, passt. Schätze ich. Zack, zack, zack. Pures Chaos. So, wieder keine neuen Gegner. Das ist das Wichtigste, dass keine neuen Gegner nachkommen. Okay. So, jetzt könnte ich versuchen, in diesem Zug beide Heilers zu besiegen. Das wäre natürlich sehr chillig. Dann hätte ich nur noch die drei Goombas da als Gegner, die eh erstmal nicht hinkommen können. Das wäre sehr, sehr chillig, wenn ich das schaffen könnte. Und ja doch, das kann ich sogar ziemlich sicher schaffen. Ja, das machen wir. Erstmal Buff. Yay! So, dann gehst du in die Röhre. Und ich werde wahrscheinlich wieder beide anlocken, würde ich sagen, damit sie beide hier stehen. Und dann dashen und mit Bowser Flächenangriff und alles und dann werden sie sterben. Ja, die haben ja auch gar keine Barriere, keiner von beiden. Dürfte also dann locker reichen. Es reicht nicht ganz locker. Ja doch, es reicht aber schon. Weil die können ja auch noch Teamsprung machen, die beiden, und dann reicht's. Also ist kein Problem. Passt schon. So, los geht's. So. Zack. Okay. Dann mach du mal Raserei. Bums. Und Rabbit Luigi kommt auch ein bisschen näher. Wunderbar. Zack. Und zack. Sehr gut. Gut. Bowser kann noch angreifen.
Ich könnte sogar die Goombas angreifen. Also hier hinten auf jeden Fall irgendwie hin. Hier so zum Beispiel. Die sterben nicht mal, im Ernst. Dann gehe ich sogar mal auf den Einzelnen da oben, weil der nervt ein bisschen. Weil der auch auf einer anderen Höhe ist. Okay. Gut. Ich könnte sogar immer noch einen Spark benutzen. Aber nee, das für den hier, den Spark zu verschwenden für ein Auge lohnt sich nicht. Okay. So, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass langsam mal neue Gegner nachkommen, oder? Los ist doch. Ja, ist ja okay. Übertreib halt. Übertreib halt. Wie viel KP haben die Dinger? Gar nicht so ultra viel. Aber die kann man ja auch nicht dashen, die Portale. Reicht es aus, die alle zu zerstören? Vielleicht. Also zwei kann ich auf jeden Fall zerstören, die oberen beiden da. Die sind ja auch nah beieinander. Das geht safe. Aber das hier auch noch mitzunehmen, das ist, glaube ich, dann schwer. Okay, andere Idee. Kann ich in dem Zug fertig werden? Dann müsste ich mir die Frage gar nicht erstellen. Ja, da ist noch eines ganz hinten. So eine Scheiße. Und da oben ist auch noch eines so blöd. Kannst du irgendwie das obere auch noch treffen? Ne, das wird sogar hier versucht. Das sieht man an der roten Linie. Das obere auch noch zu treffen, aber es geht von hier aus nicht. Das ist echt scheiße. Und hier ist es zu weit weg ein bisschen. Das ist richtig ärgerlich. Wenn das gehen würde, dann könnte es sogar vielleicht reichen. Das ist richtig blöd, weil die Frage ist nämlich auch, was die Robo-Koopas da machen. Ob die Robo-Koopas auch Portale schon angreifen oder nicht. Das weiß ich halt nicht. Okay, nee, ich probiere die kaputt zu machen, die Portale. Das wird schon. Ich glaube, wir könnten das schaffen. Okay, mach mal auf jeden Fall hier hin, dann treffe ich nämlich auch die Augen. Das ist schon mal ziemlich gut. Stimmt, Raserei geht ja nicht, deswegen ich kann hier nichts anderes Sinnvolles machen. Ja, passt. Okay, und los. So. Bowser. Ich meine, der hier und ein Angriff würde halt eben reichen, um die beiden kaputt zu machen. Wenn ich aber wirklich alle zerstören will, dann darf ich eigentlich keinen normalen Angriff machen. Dann muss ich hoffen, dass die Robo-Koopas halt ausreichen werden. Stimmt, Stampfer kann ich auch noch machen. Den mache ich auf jeden Fall auch. Moment, weil das dürfte ja gehen, oder? Oder? Ja, Stampfer geht. Okay, das ist gut. Genau, der reicht halt fast, aber nicht ganz. Das ist ärgerlich. Ja, ich mache das aber schon so. Weil ich meine, das ist ja eh ganz gut, wenn man Portale schwächt. Auch wenn sie nicht ganz zerstört sind, dann kommen ja, glaube ich, die Gegner auch geschwächt raus. Also wenn jetzt eins übrig bleiben sollte, dann kommen die trotzdem alle stark geschwächt raus, die Gegner. Und dann werden noch eventuell die Robo-Koopas, wenn die nicht die Portale angreifen, dann werden sie halt sofort auf die Gegner gehen und dann die zerstören. Also das ist schon okay, so glaube ich. Ja. Los geht's. Aber es kann auch sein, dass die einfach jetzt die Portale kaputt machen. Wahnsinn. Ach, die laufen zu den Goombas. Nein, das ist natürlich jetzt denkbar ungünstig. Tja. Genau deswegen muss ich eben noch viel herumexperimentieren, weil die Robo-Koopas auch ziemlich kompliziert sind in der Funktionsweise, finde ich. Und da muss man eben erst ein bisschen ausprobieren, wie die funktionieren. Tja. Jetzt sind alle Portale noch da. Das ist natürlich hervorragend. Nee, das ist mir zu doof. So, Powerblock. So, wofür habe ich denn Items, wenn nicht für sowas? Okay, passt. Das wäre mir jetzt doch ein bisschen zu blöd gewesen. Also es hätte sogar sein können, wenn die Gegner rausgekommen wären, dass dann die Robo-Koopas hingelaufen wären, aber nicht unbedingt. Wenn die Gegner sofort zu Bowser und Rabbit Luigi hingelaufen wären, dann wären die, glaube ich, nicht im Bereich gewesen. Die kann man sogar aufheben. Ah, dann wären sie, glaube ich, nicht im Bereich gewesen, die Robo-Koopas. Und das wäre dann sehr schlecht gewesen. Und das war dann schon so sinnvoller, würde ich sagen. Das ist ja nice. Okay.
Achso, die explodieren dann aber auch nicht, sondern nur, wenn halt Gegner in der Nähe gewesen wären, die sie angreifen können. Und Augen können sie nicht angreifen. Boah, das ist ja ultra kompliziert alles. Da, fuck. Okay. Boing. Ja, spring mal hier so hin, damit Rabbit Luigi noch wegspringen kann. Von dir. So, jetzt kommen ja eh keine Gegner mehr erstmal. Und es können ja nicht sofort Gegner erscheinen. Deswegen, jetzt ist der Rest easy. Egal, was passiert. Also, jetzt kann ich nicht mehr machen. Jetzt haben wir es. Okay, aber komplizierte Mission auf jeden Fall. So, dann mach den hier weg. Jupp. Unfair. Okay. Trotzdem habe ich es ja ganz gut gelöst, würde ich sagen. Nur ein bisschen Schaden genommen durch Rabbit Luigi. Und das auch nur durch die Vergiftung. Also, kein Gegner hat mir Schaden gemacht. Quasi, könnte man sagen. So, wir können jetzt den eigentlich treffen. Von hier aus das geht, oder? Genau, von hier aus geht's. Okay. Dann, Rabbit Luigi, übernimmst du das andere Auge. So. Wunderbar. So, zack. Das waren ja die letzten, oder? Hoffentlich. Eins nur noch, genau. Das wäre jetzt sonst ungünstig gewesen. So. Und hier. Okay. Aber ich habe auf jeden Fall die Robo-Koopas noch mehr verstanden, wie sie funktionieren. Noch immer nicht hundertprozentig, weil ich finde, die sind immer noch sehr kompliziert. Aber ich habe es mehr verstanden auf jeden Fall, wie sie funktionieren. Und werde dann in Zukunft häufig, hoffentlich immer klügere Entscheidungen treffen können mit denen. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Erinnerungen haben wir sogar auch bekommen, was wir noch machen können. Also ich glaube, wir werden eh keine weitere Schlacht mehr in diesem Part machen können. Kann man hier Annäherung? Wo ist die? Ne, komme ich da überhaupt hin? Warte mal. Ne, nicht so. Ist da eine Leiter? Ne. Bin ich da nicht schon mal gewesen da unten? Wartet mal. Ne, bin ich doch noch nie. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht mal, wie man eigentlich hier zu diesem ganzen östlichen Bereich überhaupt hinkommt. Weil da führt nirgendwo so direkt ein Weg hin. Von hier aus, da ist das hier blockiert anscheinend. Und von hier aus komme ich hier auch nicht hoch. Weil ich schätze mal, dass ich hier an diesem Punkt hinkommen müsste. Und dann ist hier eine unsichtbare Brücke, wo ich dann rübergehen kann. Schätze ich mal. Aber ich weiß halt gar nicht, wie ich da überhaupt hinkommen kann aktuell. Deswegen ist es eh erstmal unerreichbar für uns. Okay. Dann lassen wir das halt erstmal. Vielleicht finde ich da ja doch noch irgendwie einen Weg. Aber kann auch sein, dass ich da erst eine spätere Fähigkeit brauche oder so. Keine Ahnung. So, hier bräuchte ich irgendeinen. Nee, nee, den habe ich glaube ich schon mal eingefügt, oder? Den Stein. Doch, habe ich schon, genau, weil ich dann nämlich hier durchkomme. Okay. Aber hier ist. Ah, vielleicht komme ich mit der Röhre hin. Vielleicht erklärt die Röhre hier alle meine Fragen. So. Nee, ist nur ein Schatz. Okay. Komme ich trotzdem mit? Mhm. Planetenmünze sogar. Nice. Und auch noch ein paar Sternteile. Nehme ich gerne mit. So, jetzt gerade, kurz wieder orientieren, bin ich hier. Genau. Jetzt rechts von mir, so ungefähr, wäre halt das. Oh yeah! Okay, wo bin ich jetzt? Moment. nee, doch, jetzt bin ich hier. Okay, hier, die Brücke war noch nicht eingezeichnet. Okay, also hier komme ich hin. Und dann komme ich von hier aus halt da irgendwie hin. Und dann hier so. Und dann hier so. Und dann hier so. Und dann hier so. Und dann komme ich irgendwann dahin. Aber auf dem Weg sind noch 50 andere Kämpfe, die wir uns da noch angucken können. Aber gut. Dann würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Beim nächsten Mal wird es dann hier in Prima Paletti noch weitergehen. Es gibt immer noch sehr, sehr viel zu erkunden. Da zum Beispiel ist auch direkt ein Kampf. Das Übel vom See könnten wir auch machen. Also sehr viele Optionen, die wir hier haben. Und wir schauen mal, wo wir dann als nächstes im nächsten Part hingehen werden. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.